Lange haben sie auf diesen Moment hingefiebert. Die Jugendlichen vom Cottbusser Kindermusical haben ihr neues Stück Zauber der Magie zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Im neuen Stück geht es in erster Linie um Mädchen, die in den Kreis der Hexen aufgenommen werden wollen. Dabei spielt aber auch immer die Beziehung der Mädchen und Hexen untereinander eine Rolle. Regenbogenkind Amitola zum Beispiel kämpft um die Anerkennung der Junghexen. Doch dabei macht sie einen großen Fehler. Magus, der Großmeister des Lichts, sorgt immer wieder für Frieden unter den Mädchen. Außerdem lehrt er ihnen das Zaubern. Udo Naumann verkörpert Magus. Seit 8 Jahren ist er beim Cottbusser Kindermusical dabei. Trotzdem passiert auch ihm ab und zu ein kleiner Fehler. Texthängerchen merkt man als Zuschauer meistens nicht, aber die hinter der Bühne sind, die denken natürlich, oh, der hat da was vergessen, Mist. Aber eigentlich ist alles super gelaufen. Seine Rolle gerät im Stück außerdem in einen Liebeskonflikt. Er muss sich zwischen der guten Wasserhexe Aquana und der Großmeisterin der Dunkelheit entscheiden. Doch am Ende kommt die Entscheidung zu spät. Entstanden ist die Geschichte über Jahre, aber erst seit Oktober haben die Jugendlichen richtig für das Musical geprobt. Unsere Kinder sind im ersten Leben Schüler und sie haben dort ganz, ganz viel zu tun und stehen auch teilweise doch auch unter ganz schönem Leistungsdruck. Und wir müssen das ein bisschen austarieren, wir müssen versuchen, Wege zu finden, dass sie ihre Freizeitbeschäftigung trotzdem mit Freude und Spaß noch machen können, dass sie auch einen Ausgleich haben zum Schulstress. Und ich glaube, das ist uns trotz allem auch wieder ganz gut gelungen. 3-mal in der Woche trainieren die Jugendlichen. Kurz vor der Premiere gibt es sogar noch Extraproben. Das bedeutet auch für Udo Naumann manchmal viel Stress. Am Ende macht es aber auch ihn stolz, die Anerkennung des Publikums zu sehen.